Heute zu Gast bei Tesserek in der Belletage des Café Landmann, ORF-Star Barbara Stöckel. Wie sie die Gäste für ihre Talkshow auswählt, wie sie gemeinsam mit ihrer ebenfalls berühmten Schwester Claudia und drei anderen Geschwistern in einem sehr kleinen Haus in Dornbach aufgewachsen ist, warum sie sich vor jedem Auftritt noch immer überwinden muss und vieles mehr. Herzlich willkommen, Barbara Stöckel, hier in der Belletage des Café Landmann. Ich danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Du bist ja eine wirklich total bekannte und begnadete Interviewerin. Wie ist es jetzt, hier zu sitzen auf der anderen Seite und ein Interview vor dir zu haben? Ja, es ist die falsche Seite. Es fühlt sich nach der falschen Seite an, weil wir sind zwar langjährige Kollegen gewesen, aber wirklich kennen tue ich dich nicht. Ja. Das heißt, mich würde eigentlich wahnsinnig viel von dir interessieren, aber vielleicht kommen wir noch dazu. Ja, genau. Ja. Aber heute sprechen wir über dich. Du hast einmal deine Tätigkeit beschrieben als Journalismus mit Herz. Mhm. Ich würde sagen, das trifft es super. Das ist die Marke, die du hast. War das immer das, was du wolltest? Oder hättest du dir dich auch vorstellen können, ich weiß nicht, als innenpolitische Redakteurin, Sportreporterin, könnte vielleicht sein, oder als Kriegsberichterstatterin? Ich glaube, da wäre ich ein bisschen zu zart beseitet. Also wollen, vorstellen, das klingt so, als hätte es da einen Plan gegeben oder eine Idee, die gab es nicht wirklich. Die gab es nicht, nein. Es war eigentlich, wenn ich zurückblicke auf mein berufliches wie privates Leben, aber jetzt einmal aufs Berufliche, vieles ein Zufall und hat sich ergeben. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke, ich habe Mathematik studiert, ich habe eigentlich hinter der Kamera als Assistentin begonnen und nachdem mir das Rampensaugehen fehlt, war auch nie mein dringender Wunsch, vor der Kamera zu stehen. Auch Das hat sich durch einen Zufall ergeben. Bei der Jugendsendung habe ich begonnen. Die Vera Rusworden hat das moderiert und dann die hat eine Hauptabendshow bekommen. Ja. Und wir haben Nachfolge in der Moderation gesucht und haben den leichtfertigen Versuch gemacht, einfach aufzurufen, wer moderieren will, der soll sich doch melden. Aha. Und es haben sich halt irgendwie 3.268 Menschen gemeldet und bis die entsprechend irgendwie durchgearbeitet eingeladen waren oder so, hat der Peter Hofbauer damals gesagt, machst du dabei. Wirklich? Und so hat und, das angefangen? Ja, und so hat es eigentlich begonnen. Und aus dem machst du dabei, man weiß, in Österreich hält nicht so gut wie ein Provisorium. Dann habe ich gemerkt, das ist auch eine Form von Gestaltung, die mir taugt. Und das ist es bis heute. Es ist immer eine Überwindung dabei für mich. Ja, also es ist nie so, dass ich rausgehe und sage, wow. Wirklich? Das merkt man aber überhaupt nicht. Ja, es ist natürlich Routine mittlerweile mit den Jahren. Ja, ja. Aber dieses Journalismus mit Herz ist es vielleicht geworden, weil ich immer so ein bisschen zwischen den Welten der Unterhaltung und der Information war und beides interessant fand. Ja. Also ich finde, Menschen zu informieren, eine hochkomplexe, schwierige, sehr seriöse und wichtige Tätigkeit. Weiß, Menschen zum Lachen zu bringen, ist eine ebenso schwierige Tätigkeit. Das ist extrem schwierig. Und ich habe mich aber immer in einem dritten Segment gesehen, nämlich dort, wo man mit dem Medium was bewegen kann. Finde ich aber sehr interessant, weil das bei mir ganz ähnlich war. Das hat sich auch ergeben, war auch kein Plan. Das Rampensaugehen habe ich auch nicht in mir. Aber dass du das nicht hast, das finde ich interessant, weil du wirkst so, wie wenn du dich einfach pudelwohl fühlen würdest vor der Kamera, oder? Also, dass das eine Überwindung ist für dich, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Bei Sendungen mit großem Publikum ist es so, dass knapp davor ich hinter der Kulisse stehe und mir denke, eigentlich würde ich jetzt ganz gern in der letzten Reihe sitzen und zuschauen. Ja. Wirklich? Und dann beginnt es und man geht drüber über dieses... Und dann ist es gut. Dann kannst du es genießen, oder? Ja, dann freut mich diese Form der Gestaltung, auch der Interaktion mit den Menschen und dieses Menschen, den Kern von Menschen in irgendeiner Form zu erfassen und zu beleuchten. Ich würde ja zu deiner Marke, die wir vorher erwähnt haben, Journalismus mit Herz, würde ich ja erweitern mit Journalismus mit Herz und Hirn. Meine Mutter ist 90 und eine kritische Fernsehzuschauerin und als ich ihr gesagt habe, dass ich dieses Interview machen werde, hat sie gesagt, Jesus, die ist so gescheit.
Jetzt werde ich so rot, wie der Sessel ist. Das ehrt und freut mich, das Kompliment. Kommt aber vielleicht schlichtweg daher, dass viele Menschen oder Zuschauer auf meinem Weg mitbekommen haben, dass ich ein Interesse an wissenschaftlichen Themen habe. Durfte auch den Science Talk auf ORF3 lang machen. Ja. Mathematik studiere, technische Mathematik an der TU studiert habe. Und das war jedenfalls in meiner Zeit für eine Frau noch was Ungewöhnliches. Mhm. Heute ist das ja Gott sei Dank nicht mehr so. Also heute darf eine Frau unfallfrei Wissenschaften studieren und sie wird trotzdem als Frau wahrgenommen in meiner Zeit. Wir waren nur vier in meinem Semester. Fußballspiel unbedingt jetzt, Europameisterschaft. Ja, genau. Dabei bei jedem Match. Bald auch bei Rapid. Ja, 24 geht's los, habe ich gelesen. Ja. Sport natürlich mein zweites Steckenpferd. Und das wäre der tatsächliche Berufswunsch gewesen. Was? Sportreporter. Also ich habe ich bin in ein Sportrealgymnasium gegangen und habe so in meiner Teenagerzeit, wenn mich wer gefragt hat, was willst du werden, dann war es Sportreporterin. Und sozusagen derjenige, viele werden sich an ihn vielleicht noch erinnern, du ganz sicher, den ich ganz toll gefunden habe im Fernsehen, das war Dieter Seefranz. Ah, natürlich. Und das war einer, der auch so breit aufgestellt war. Der hat das kleine Sport-ABC gemacht und hat den Club 2 moderiert. Und das war mir immer schon klar, dass das keine Gegensätze sind, sondern dass die Welt, ein weiter Horizont in der Welt hilft. Mhm. Du hast ein paar Dinge schon vorweggenommen. Schauen wir ein bisschen zurück in deine Kindheit und Jugend. Geboren 1963 in Wien, aufgewachsen in Hernals am Heuberg, glaube ich. Richtig, gell? Dornbacherin. Ja, genau, Dornbacherin, genau. Wie war deine Kindheit? Du hast vier Geschwister. Mhm. Wie war das? Ihr habt ein eigenes Haus gehabt, oder? Wir haben ein kleines Haus gehabt, das war das Gartenhaus des früheren Gärtners, der Villa, die an der Straße stand. Das war ein Leben zu 7 auf 66 Quadratmetern. Boah. Also es war eng, wir hatten aber einen großen Garten und das war der Segen, weil unsere Kindheit eigentlich im Garten stattgefunden hat, im Wesentlichen. Und diese Enge der Kindheit spüre ich aber als was sehr Schönes. Also ich bin in dieses Gartenhaus wieder zurückgezogen, da lebe ich jetzt mit meinem Mann. Ja, da lebst du jetzt wieder, ja, genau. Und wenn, das ist jetzt mein Wohnzimmer, das war damals, wenn ich das trennen würde, das Schlafzimmer der Eltern und unser Kinderzimmer, da standen zwei Stockbetten und am Anfang dann noch auch das Gitterbett meines Bruders, in dem mein Bruder war. Und das hat eine Breite von 1,60 Meter gehabt. Ja? Also man kann sich das nicht vorstellen, aber diese Enge hat ganz viel mit uns getan. Weil ich spüre diese Zeit, in der wir in unseren Stockbetten als Kinder gelegen sind und uns gegenseitig Geschichten erzählt haben. Wirklich? Ja, ja, jeder hat so seine Serie gehabt, in der er war und seine Hauptfiguren. Ja. Bei mir war es der Schmutznigel. Der Schmutznigel war eine Figur, die es damals gab in der Waschmittelwerbung. Ja. Da war der Schmutznigel und das war die Werbefigur damals. Und den fand ich super. Bin dann im Fasching auch als Schmutznigel gegangen. Und das war sozusagen meine Figur. Aber meine Schwester Sabine zum Beispiel, die hat die Figur gehabt, die hieß Waldemar Geschmeidiger. Also es waren Fantasienamen und Fantasiefiguren. Und deswegen, glaube ich, verbinde ich mit meiner Kindheit ein sehr fantasievolles Leben. Und du hast mit deiner ebenfalls berühmten Schwester Claudia, glaube ich, in einem Zimmer. Später dann. Meine Eltern haben dann gebaut. Aha. Da war es nicht mehr das Gartenhaus, sondern da kam dann ein größeres Haus, in das wir gezogen sind. Okay. Mit dem Älterwerden der Kinder war das dann einfach auf 66 Quadratmeter nicht mehr machbar. Mhm. Und da habe ich dann mit der Claudia ein Zimmer geteilt, genau. Was schwierig war. Weil für mich, weil ich gerne schlafe. Ich bin eine Schläferin bis heute. Gerne. Wirklich? Ja, und gerne auch bald. Und die Claudia eine Leserin war und ist und gerne bis Mitternacht und weit nach Mitternacht gelesen hat und die ewigen Diskussionen um das Licht abdrehen unserer Jugendzeit begleitet haben. Mhm. Trotzdem hat euch das verbunden, die Zeit, oder? Ja, klar. Wir sind die fünf Geschwister sind überhaupt recht eng. Mhm. Und bin auch mit der Claudia eng, auch sehr stolz auf den Weg, den sie gegangen ist. Und tauschen uns manchmal über potenzielle Gäste aus, über Menschen, die wir kennengelernt haben oder fragen dann auch, was interessiert dich an dem oder was hast du für Erfahrungen gemacht? Mhm. Ich habe gelesen, du hast einmal gesagt, früher war mein Aussehen ein Thema. Meine drei Schwestern waren für mich wunderschön.
Ja, die Claudia und die Susi haben ja gemodelt. Die waren ja, bevor sie die Claudia dann erst in die Zeitung und die Susi dann die Seite gewechselt hat und Fotografin wurde, waren die Fotomodelle. Und die Sabine war für mich sowieso immer die Schönste. Das heißt, ich hatte immer das Gefühl, ich habe sehr schöne Schwestern. Und hast du dich nicht schön gefunden? Okay. Ich weiß es nicht. Nein, das war für mich jetzt nicht so die Kategorie meines Lebens. Aha. Ich glaube, dass Kinder sich da instinktiv dann sozusagen die Marktlücke finden, mit der sie irgendwie aufzeigen können. Und das war bei mir sicherlich sehr, wie soll ich sagen, ich war lang, bevor mein Bruder kam, der Bub in der Familie. Also ich habe so eher ich habe mit dem Papa Mauern gesetzt oder Holz gesägt oder so. Ja? Also ich war jetzt nicht die in den langen Gewändern, in den langen Röcken von der Mama die Prinzessin war. Ich war nicht die Prinzessin. Vielleicht zu lang nicht. Was heißt zu lang? Wieso? Naja, mein Gott, mit dem Älterwerden, mit dem Erwachsenwerden wird ja auch das Frausein ein Thema. Und dann glaube ich, ist es ganz gut, wenn man auch einen Teil Prinzessin in sich hat. Dann kommen wir schon zu deiner wirklich beeindruckenden Karriere. Du hast das schon kurz angesprochen, du warst noch während des Studiums Regieassistentin, richtig, bei OK. Das war einfach ein Job, den ich gesucht habe, um mir mein Studium zu finanzieren. Ja, ja. Und da bin ich, weil ich früher Schülerzeitung gemacht habe, damals dort gelandet. Ja, der Daniel Swerak, der da irgendwie mit in der Partie war, auch heute Journalist, hat dann gesagt, die suchen gerade irgendwie junge Leute, die mitarbeiten, hast du Lust? Aha. Und dann habe ich gesagt, ja, schau ich mal an, ich suche hier einen Job. Und wann war das? Das war 1981, unmittelbar 1981. Nach der Matura. Mhm. Ja, ich habe maturiert und eigentlich im Herbst mit dem Studium auch zu arbeiten zu begonnen. Und das war halt ein großes Glück, muss ich sagen, dass ich das nicht im großen Unternehmen begonnen habe, sondern in einer kleinen Videoproduktionsfirma vom Ronny Won, wo man halt einfach gelernt hat, wie Fernsehen geht. Mhm. Ja, also ich habe halt alles gemacht. Ich habe Kamera gemacht und ich habe Schnitt gemacht und ich habe Produktion gemacht und ich war Sekretärin und habe, und wie gesagt, die Moderation stand nie im Vordergrund und dann habe ich halt erste Beiträge und kleine Interviews gemacht und dann hat sich das eben alles so ergeben. Toll. Und dann, du hast schon beschrieben, wie es dazu gekommen ist, dass du dann die Moderatorenrolle gekommen bist. Ja. Obwohl du ja nicht dieses Rampensau-Gen hast, finde ich großartig. Unfassbar, was du alles gemacht hast. X-Large, Herz ist Trumpf, Live am Samstag, Help TV, den Opernball hast du moderiert, Nachbar in Not, Lebensretter, Licht ins Dunkel, sogar im ZDF eine Show, Doppelpunkt. Warst Kommentatorin beim Song Contest in Zagreb, Millionen-Show hast du gemacht. Was davon hat dir am meisten Spaß gemacht? Wenn ich rückblicke, war es jetzt gar nicht so sehr, was hat am meisten Spaß gemacht. Spaß hat mir alles gemacht. Ich habe immer gerne gearbeitet. Das ist ja super. Das ist ja extrem wichtig. Am wichtigsten war sicher und am prägendsten Help TV. Das wollte ich gerade fragen. Achso, Help TV war es. Von den ganzen, die ich vorher da... War am prägendsten auf alle Fälle, weil es A, ich diese... etwas etablieren konnte, was eben nicht Unterhaltung und nicht Information war. Also auf diesem Sektor des Infotainment, des sozialen Journalismus, wo ich auch wahnsinnig viel dazugelernt habe. Das war Mitte der 90er Jahre, dass Menschen über ihre Sorgen, über Probleme auch im Fernsehen reden, auch im Studio darüber reden, nicht in einer Reportage. Das gab es noch nicht so. Das hat alles erst begonnen. Heute rückblickend, 30 Jahre später, sieht man das nicht mehr so. Da hat es eine gewisse Selbstverständlichkeit. Und jetzt gibt es schon seit 2013, glaube ich, deine Talkshow Stöckl. Ja. Eine super Sache. Ich finde es immer großartig, die Zusammensetzung der Gäste. Finde ich hochinteressant. Gerade letztens war die Torfrau der österreichischen Nationalmannschaft, der Frauennationalmannschaft, der ehemalige Wissenschaftsminister Fassmann, Schauspieler, fällt mir jetzt nicht ein. Es war der Leon Löwentraut, der Shootingstar in der Kunstszene und die Nina Horowitz. Nina Horowitz natürlich. Und Heiratssachen macht. Ja, genau. Wie entscheidet ihr euch für die Zusammensetzung? Weil die haben ja scheinbar nichts miteinander zu tun. Naja, da gibt es natürlich auch einen gewissen Trick. Wir machen Fernsehen und da gibt es zunächst mal ganz pragmatische Gründe. Man schaut, wer ist aktuell, wer hat etwas, worüber auch reden will, Filme, die starten, Bücher, die rausbringen.
Und dann gibt es die sehr pragmatische Sache, wir haben das Studio zu einer gewissen Zeit. Das heißt, die müssen um diese Uhrzeit Zeit haben und sie müssen an diesem Platz sein können. Das ist schon mal der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Und dann beginnt sozusagen unsere Rezeptur. Und die heißt schon so, dass wir verschiedene Lebenswelten zusammenbringen wollen, genau. Dass die Begegnung wichtig ist, dass Menschen einander treffen, die vordergründig nichts miteinander zu tun haben, um aber dann im Gespräch herauszuarbeiten, dass es immer wieder Verbindungen gibt. Doch, ja, genau. Das heißt, wir setzen das dann wie ein Puzzle zusammen. Also wir, da war der Ausgangspunkt, okay. Heinz Fassmann wird am 1. Juli die Funktion als Präsident der Akademie der Wissenschaften übernehmen. Und es wäre doch interessant, diesen Mann, der jetzt lang und auch durch die Corona-Zeit uns als Minister begleitet hat, persönlich kennenzulernen. Das heißt, das war dann schon mal klar. Dann war schon mal klar, okay, da ist ein Mann da, der älter da ist. Das heißt, wir wollen keinen anderen Mann, der da ist. Also, und so, okay. So gibt sich das dann. Dann war klar, Fußball-EM beginnt. Schauen wir, ob wir ihn kriegen von den Fußballdamen. Manuela Zinsberger, die Vicky Schnaderbeck hatte ich schon zweimal zu Gast. Probieren wir mal, die Manuela Zinsberger kriegen. Ob die das möglich machen kann, an diesem Tag zu dieser Stunde da zu sein. Ja. Und so fügen sich dann die Dinge. Hochinteressant. Ja. Und du produzierst die Sendung ja selber mit deiner Firma Kiwi TV. Genau, genau. Ja. Ich habe gemeinsam mit dem Peter Notsch eine Filmproduktionsfirma, Kiwi TV, seit 91, also jetzt auch schon sehr lange Zeit. Und wir haben ein Team von 15 Leuten. Wir machen Stöckel, die Gesprächssendung, die ich mache. Wir machen das Gesundheitsmagazin Bewusst Gesund mit der Christine Reiler. Und wir machen die Fragen der Millionen schon. Ah, wirklich? Die Fragen der Millionen schon macht. Wir haben die Fragenredaktion bei uns. Schau. Auch das ist eine hochinteressante und ja gewachsene, seit 2000 gibt es diese Sendung, Tätigkeit. Wir sind da relativ zufällig auch wieder ein Zufall dazu gekommen. Aha. Es war der 23. Dezember und der Werner Holi, der damals in der Unterhaltung Ressortchef war, hat gesagt, am 6. Jänner soll das produziert werden. Es sind alle auf Urlaub. Kennt ihr 1500 Fragen schreiben? Weil das musste, das war von dem Rechteinhaber vorgegeben, dass es einen Pool an Fragen geben muss, aus dem dann mittlerweile sind es 35.000 Fragen, die geschrieben sind. Unglaublich. Ich meine, das ist eine Riesendatenbank. Macht es auch schwieriger tatsächlich in der Entwicklung der Sendung, weil die Fragen immer spezieller werden. Ja. Das heißt, das ist nicht ganz einfach, aber da arbeitet ein Team von drei Redakteuren und Redakteurinnen und auch viele Freie, auch Studenten, die fachspezifisch sich da Geld dazu verdienen und mit Fragen schreiben. Unglaublich. Aber eine Frage noch zu deiner Sendung. Du stellst erstens einmal keine blöden Fragen, sondern gescheite Fragen. Und ich glaube gar nicht, dass es blöde Fragen gibt. Ich bin sehr vorbereitet. Ja. Das ist nicht nur eine Stärke, weil man dann manchmal die grauen Fragen nicht mehr fragt, ja, wenn man zu viel weiß über jemanden. Aber ich brauche es, ich bin so. Also ich möchte sehr viel lesen und wissen über einen Menschen. Und man hat auch das Gefühl, du gehst sehr einfühlsam um mit deinen Gästen. Hast du da eine Ausbildung dafür, eine spezielle? Das Leben. da war natürlich schon Help TV und auch jetzt meine Tätigkeit als Ombudsfrau in der Kronenzeitung. Dieses Arbeiten im sozialen Journalismus war da sehr hilfreich. Ich habe da sehr viel gemacht, war auch bei sehr viel dabei, egal ob ich Nächte mit Obdachlosen verbracht habe oder eine Woche im Pflegeheim gearbeitet habe. Oder sehr viel mich auf diese Menschen einlassen habe und auf ihre Sorgen und Probleme. Und das hilft dir dann auch, zu wissen, dass man manchmal Menschen vor dem Medium auch beschützen muss. Und dass alles, was sie geben können oder geben wollen, auch ein Geschenk ist. Und es passt wahrscheinlich zu deiner Persönlichkeit, weil deine Schwester Claudia Stöckel hat einmal über dich gesagt, die Barbara ist in der Familie der Kummerkasten. Ja, ich bin so die Ombudsfrau in der Familie auch. Ja. Die Ombudsfrau in der Familie. Die mittlerweile sehr groß ist, weil das zu den fünf Geschwistern, also insgesamt, wir sind immer fünf Geschwistern, gibt es natürlich entsprechende Familien mit 8 Nichten und Neffen, mit 2 Großneffen. Und ja, kleine Kinder werden groß und es werden größere Sorgen, größere Themen. Und ja, das versuche ich irgendwie zusammenzuhalten. Du hast dreimal die goldene Romy bekommen. Du hast das große goldene, oder das goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich bekommen und so weiter. Welchen Stellenwert haben solche Auszeichnungen für dich?
Was bedeutet dir das? Man freut sich. Es ist eine Form der Wertschätzung und der Anerkennung. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es ist mir wurscht. Also bei Preisen ist es immer ein bisschen relativer, wenn man manchmal dahinter blickt, dass auch da ja, dass auch da Spielregeln herrschen, sagen wir so. Manches durchsichtiger wird, aber bei Preisen, die vom Publikum kommen und bei Auszeichnungen wie diesem Verdienstzeichen, das ich vom Rudi Hunsdorfer einst bekommen habe, das ist schon eine große Ehre. Schon, ja. Schauen wir noch kurz, die Zeit rennt mir schon wieder davon, in dein Privatleben. Du warst, glaube ich, 10 Jahre lang mit einem Sportreporter, ja, Peter Elstner, zusammen, der leider vor einem Jahr verstorben ist. Ich glaube, ich 22 Jahre älter als du. Was sind deine Erinnerungen an diese Zeit? Ich habe dem Peter sehr viel zu verdanken. Also vielleicht muss ich vorher noch sagen, dass ich jetzt verheiratet bin seit langer Zeit. War mit dem Peter bis 2008 zusammen. Also das ist doch schon eine Zeit lang her. Aber es war eine wichtige Zeit, eine prägende Zeit. Und ich habe viel gelernt von ihm. Also nicht nur er war ja wirklich ein fanatischer Sportfan und Sportreporter und es sind ja auch seine Auftritte legendär teilweise und seine Kommentare. Ja. Und diese Leidenschaft für etwas zu erhaben, das hat ihn schon sehr ausgezeichnet. Mhm. Auch ein sehr positiver Blick in die Welt bei Themen und Dingen, bei einem Leben, das auch von großen Schicksalsschlägen gekennzeichnet war. Da habe ich ihn sehr bewundert dafür. Und er hat mir die Berge gezeigt. Aha. Ich war vorher keine Berggeherin. Familie haben wir das nie gemacht. Und er hat das passioniert gemacht und hat mir das gezeigt. Und jetzt habe ich die Freude an den Bergen und diese Welt kennengelernt. Ja, das habe ich dem Peter zu verdanken. Und jetzt bist du seit längerer Zeit... Ich bin seit 5 Jahren verheiratet, bin seit 8 Jahren mit meinem Mann zusammen. Und der ist Psychiater. Ja. Wie ist es mit einem Psychiater zusammen? Ich sage immer, man braucht für jede Lebensphase den richtigen Partner. Nein, das ist insofern wiederum sehr gut, weil er ein sehr kritischer Geist ist und er mir auch hilft, einen anderen Blick auf die Medienwelt und auf das Getriebe in dieser Medienwelt zu finden. Letztendlich die Themen nicht so unterschiedlich sind. Also wie wir uns kennengelernt haben, habe ich scherzhaft gesagt, das Einzige, was uns unterscheidet, bei dir sind sie stationär, bei mir sind sie ambulant. weil, wie soll ich sagen, die Verrücktheit, und das meine ich jetzt im positivsten Sinne des Wortes, dass Menschen einfach, jeder Mensch anders ist, und dass es lohnt, jeden genau zu betrachten und dort abzuholen, wo er ist, egal ob der in der Öffentlichkeit steht oder nicht in der Öffentlichkeit, egal ob er gesund ist oder krank ist, sich Menschen einfach zu widmen und ein ehrliches Interesse am Gegenüber zu haben, das vereint uns. Wir reden auch viel über die Arbeit und da lerne ich auch viel dazu. Mhm. Du hast vorher von den vielen Neffen und Nichten gesprochen. Den Wunsch, ein eigenes Kind zu haben, hast du den nicht gehabt? Ja, das stellt man immer nur einer Frau die Frage. Bei Männern stellt man die Frage weniger, aber ich erzähle das auch gerne. Ich komme aus einer so großen Familie und für mich war es so selbstverständlich, dass man Kinder hat, wenn man groß ist. Ja. Und dann war ich groß und dann war die Situation nie so, meine private, dass ich gesagt hätte, jetzt passt das oder jetzt wollen wir das. Bei Peter war es der große Altersunterschied, der auch selber erwachsene Kinder hatte. Und dann ist es irgendwann nicht und dann finde ich es irgendwann auch okay. Also ich war mit meinen Nichten und Neffen immer sehr verbunden und ich sage, es kann kein Mensch alles haben. Mhm. Und ich finde so viel Erfüllung in meinem Tun und mit all dem, was ich auch rundum machen darf und erleben darf, dass das schon okay so ist. Heute muss man sich sowieso wieder die Frage stellen, ob man Kinder in diese Welt setzen möchte. Also ich merke immer öfter, dass junge Leute sich diese Frage stellen. Mhm. Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, wünschst du dir Weltfrieden und gut alt zu werden. Mhm. Was bedeutet gut alt zu werden für dich? Der Weltfrieden, den muss ich kurz noch aufklären, weil der entstand so, dass mein Team in der Ombudsredaktion mich gefragt hat, was wünschst du dir zum Geburtstag? Und dann habe ich gesagt, naja, was soll sich wer wünschen, der ja eh alles hat? Ich wünsche mir Gesundheit und ich wünsche mir Weltfrieden. Und dann haben sie mir tatsächlich das Peace-Zeichen, jeder hat ein Stück aus Blumen, das Peace-Zeichen gezeichnet und das schmückt jetzt meine Wand in der Ombudsredaktion. Das gut alt werden meine ich deshalb, weil ich finde, dass diese Phase, ich glaube, das Schwierigste ist im Leben.
Und da nicht nur Passagier zu sein, sondern sie auch zu gestalten, das ist das, was ich vorhabe oder das ich mir vornehme. Also auch selber zu entscheiden, wann möchte ich aufhören zu arbeiten, wann mache ich den Schritt von vor, hinter die Kamera, wie kann das ausschauen? Hast du das vor? Naja, irgendwann auf alle Fälle. Also du hast mein Geburtsjahr genannt, das ist 63, ich werde nächstes Jahr 60. Ich arbeite in einem Bereich, wo man jetzt nicht jung und ein Püppchen sein muss, Gott sei Dank. Und ich hoffe schon noch, dass das auch mein Partner der OF so sieht, dass ich schon noch eine Runde am Karussell machen darf. Aber klar ist es irgendwann vorbei. Mhm. Es kommen die Nächsten und die müssen kommen. Mhm. Also das so aber geht wir das Leben. Wir dürfen uns darauf freuen, dass du uns noch einige Jahre erhalten bleibst. Ja, ich hoffe. Wenn man mich als lasst, Moderatorin. Wenn ich will ich genau. Sozusagen auf kurze Sicht noch dabei sein, gibt's aber noch? Auf mittlere Sicht nicht mehr. Und ich möchte dann gerne selber sagen, das war's jetzt. Genau. Das halte ich für extrem wichtig. Ja, aus der eigenen Erfahrung. Aus der eigenen Alles Erfahrung. Kann ich dir empfehlen. Es tut, wenn wer anderer dann sagt, naja, ist vielleicht jetzt besser, dann tut das auf alle Fälle was mit einem. Ich meine, ich weiß auch, dass ich nicht mehr wie 20 ausschaue. Und ich weiß auch, dass die Kriterien für Frauen vor dem Schirm andere sind, obwohl auch da sich Gott sei Dank viel getan hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die ich erlebt habe. Perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Barbara, für dieses hochinteressante Gespräch. Ich danke dir sehr bald. Dankeschön. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.